Hallo, ich grüße euch. Es ist die dritte Folge von 7 Days to Die mit Maino, das bin ich. Ja, wir haben jetzt 4 Uhr an Tag 2. Gestern Abend haben wir ja noch ein bisschen in den Kisten sortiert. Und da ich eine Nachtzeit hatte und mir gedacht habe, okay, ihr wollt es nicht unbedingt sehen, habe ich einmal unterhalb. Ich muss erst die Rahmen holen, weil sonst komme ich wieder nicht hoch. Dann kann ich euch das zeigen. Also das ist einmal die Ausbeute, was ich in der Nacht gekriegt habe. Das hier ist es aus zwei Tresoren. Einmal überhalb der Base, einmal unterhalb der Base. Ich zeige euch die Tresoren haben. Und das ist aus dem direkt hier unten drunter. Den Sandhaufen oder Erdhaufen, wie man ihn nennen möchte. So, jetzt muss ich gucken, wo habe ich die Rahmen denn hingepackt. Ah, ich habe sie sogar dabei. So, zeige ich das kurz. Einmal der hier. Der ist jetzt leer. Und na klasse. Und einmal hier unten drin versteckt. Der Tischtresor. Ja. Und wie gesagt, hier unten den Hügel habe ich weggemacht. Ich habe mir gedacht, das ist für euch jetzt nicht so interessant. Aus diesem Grund war ich so frei und habe das jetzt ohne Aufnahme weggemacht. Gut, nichtsdestotrotz werden wir aber hierher gehen und trotzdem die Sachen einsortieren. Uns dann equippen. Und ich habe ja gesagt, ich werde die ersten Tage höchstwahrscheinlich nur unterwegs sein. Daran werden wir uns auch halten. So, jetzt schauen wir nochmal kurz. Rezepte, da können wir nämlich schon mal hergehen. Können wir Pflastersteine schon mal produzieren. Das Holz brauchen wir nicht, den Bruchsand brauchen wir nicht. Da haben wir die Blümchen. Die wollte ich eigentlich schon in Folge 1 oder 2 einpflanzen. Haben wir aber nicht geschafft. Hier oben kommt das Trader-Zeug rein. Da sind die Waffen, hier unten kommt das Werkzeug hin. Die Schaufel nehmen wir mit. Ja, okay. Dort noch die Pflanzenfasern ablegen. Jetzt gucke ich kurz, ob ich alles habe. Wenn noch eine Kleinigkeit trinken. Zwei Stück essen. Die Gläser nehmen wir mit. Okay, ich würde sagen, wir haben alles. Und, ja, ich nehme eine Waffe zur Sicherheit mit. Zur Sicherheit. Und haben einmal genügend Schuss. Gut, okay. Dann werden wir die gleich mal einpacken. Ach, ich habe zwei von den Schraubenschlüsseln, aber egal. Nehme ich sie jetzt mit. Nein, nehme ich nicht mit. Nehme ich nicht mit. Nehme ich nicht mit. Bäumchen pflanzen. Das machen wir hier auf der Seite. Einmal. Ich mache das jetzt so ein bisschen vogelwild. So. Optionen, Video, Gamma auf 70 runter. Wir haben ja jetzt halt hier diese passe Gas leer gemacht. Und ich habe da gesehen, dass da hier drüben ein Maisfeld ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir gucken uns mal. Da ist schon wieder eine Werkstatt. Nein. Gucken uns die Werkstatt. Werkstatt. Hier mal das Maisfeld und die Umgebung davon an.
und nehmen alles mit, was wir so kriegen können. So, ein bisschen Mais brauchen wir ja eh. Faustkampf. Na komm, steh auf. Bei Lazy H. Hallo Lazy H. Na, Schwergewichtskampf? Komm her. Hast du mich einmal erwischt? Jetzt reicht's. Gott, der liegt. Da ist nochmal. Noch zwei Schweine. Sehr schön. Und da drüben ist ein Heidelbeer oder Kartoffelbeet? Ich glaube, ein Kartoffelbeet. Haben wir ja hier richtig was zu tun. Wir werden das Ganze auf die altmodische Art und Weise machen. Klopfen mal an. Da seht ihr das, 50 Stück. 50 Stück. Ein Holz. Hopp. Ich glaube, das sind Kartoffeln. Oh, schön. Fünfer Schrotflinte. Nice. Fällt mal. So, gucken wir mal, was wir da drin finden. Ich hoffe ja hier irgendwie Spitzhacke oder sowas. Nein. Und hier. Leider nicht das Gewünschte. Wobei ein Werkzeugzusatz oder Werkzeugsatz, genau, ist ja schon mal nicht schlecht. Ach ja, da fällt mir gerade so ein. Genau, die können wir auch alle mitnehmen. Wir haben ja noch gar keine Skillpunkte vergeben. Können wir nämlich auch noch machen. So, das können wir nämlich gleich machen. Oh, wie werden wir skillen? Also, da wir ja nachher viel auch graben müssen,
Ich möchte hier relativ schnell versuchen, dass ich da auch zum Mechaniker komme, damit ich Fahrräder herstellen kann, aber da gehen wir jetzt erstmal nur 2 Punkte rein. Dann möchte ich hier da einen Punkt und hier einen Punkt. So. Das Auto nehmen wir gleich mal auseinander. Ich glaube, ich habe die geweckt. So, da habt ihr den Durchgang. Kommt raus. Oh, guck mal. Ah, ein Cowboyhut, sehr schön. Und hier hatten wir auch einen Cowboyhut und eine Kettensäge. Naja, immerhin. Aber jetzt haben wir genau ein Problem. Ja, ich höre dich schreien. Das schmeißen wir weg. Das nehmen wir weg. Wo schreist du denn da drüben? Ja, dann machen wir den Zombie weg und dann gehen wir mal nach Hause abladen. Na, steh auf. Hoppala. So. Und ab nach Hause. Dann halt, die nehmen wir wieder mit. Das kann alles da bleiben. Wir lassen alles da. Nicht mitnehmen. Die muss ich mitnehmen. Das muss ich mitnehmen. Das. Das brauche ich auch nicht mitnehmen. Habe ich alles? Die Waffe? Das. Das kann man schon essen. Nur die Dose da lassen. Okay, halt. Gerade was gesehen, die leeren Glaskrüge nehmen wir mit. Haben wir da auch noch welche drin? Nee. Okay, und ab geht die Post. Wenn da ein Tresor drin ist, dauert es natürlich wahrscheinlich länger. Was ich immer nicht hoffe, aber sollte es sein, dann kann ich eine Lagerkiste erstellen.
Das nehmen wir mit. Alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Passt, passt, passt. Hier sind wir fertig. Dann gucken wir da drüben rein. So, den nehmen wir mit. Treppenhaus. Erster Stock. So, da mal rein. Was haben wir da? Oh yeah, eine Zigarre. Das ist immer gut. Habe ich den Cowboy-Hut zerlegt? Ich dachte, ich hätte zwei gehabt. Okay, auch nicht schlimm. Da haben wir gerade gesehen. Kriegen wir neue Federn. So, den Stuhl nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das haben wir klein. Dann sind wir in diesem Stockwerk auch fertig. Ab ins nächste. So, da haben wir eine Kühlbox. Sehr schön mit Wasser. Zwei Stühle, die können wir gleich zerlegen. Ein Vogelnest mit Eier. Sehr schön. Einen Rucksack. Zerlegen, zerlegen. Nehmen wir mit. So, da ist nichts weiter. Right. Da wäre es noch ganz hoch gegangen. Das wollen wir ja ganz nach oben. So, da ist. Jetzt habe ich die Feder mitgenommen. Egal. Ja, das ist doch schon mal was. Müssen wir hier alles rausholen. Dann muss ich das noch haben. Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass hier vielleicht noch eine Art Tresor oder irgendwas ist. So, ach, da können wir gleich Stofffetzen draus machen. Die zerlegen wir. Da wollen wir gerade nicht mitnehmen. Das können wir trinken. Der 19, der. Okay. So, dann möchte ich nochmal darunter. Nochmal hier reingucken. Ich war der festen Überzeugung, dass in solchen Gebäuden irgendwo ein Tresor ist. Habe ich mich wohl geirrt. Schlimm. Okay, hier sind wir fertig. Jetzt gucken wir hier als nächstes rein. Da ist nichts drinnen, schade. Da haben wir einen Zombie. Na komm. Okay, der ist Geschichte. Jeder muss mal dran glauben. Und dann möchte ich da nach oben. Leiter verkloppe. Okay. Perfekt. Haben wir schon mal Wasser. Dann werden wir hier gleich eine Aufbewahrungskiste machen.
Festplatte. Ich hätte die Aufbewahrungskiste. Na komm schon. Schön hoch. Da kommt keiner ran von den Zombies. Alles, was man nicht gerade nicht braucht. Guck mal da oben rein. Zack, haben wir. Und dann gehen wir in die erste Scheune rein. Haben die irgendwas geändert? Messbecher, sehr schön. Auf jeden Fall, so oft habe ich selten, dass die Rucksäcke kommen. Ja, ich weiß, da kann man auch eine Mod installieren. Ich habe das auch mal getestet gehabt, aber ich habe die definitiv nicht mehr drauf. Deswegen, sag mal, jetzt fall doch endlich um. Du bist doch schon ein Igel, oder? Okay. Ja, dann werden wir hier mal anfangen, alles abzumontieren, was abzumontieren geht. Und dann gehen wir rein. Das richtig gesehen habe. Ja, da hinten ist auch eine Wüste. Das heißt, da können wir uns dann unsere Yucca und Aloe Vera holen. Gott, wie sieht's aus? So, das passt noch, da können wir reingehen. So, jetzt machen wir, sehen wir jetzt, haben wir hier 5 Stück von den Beuteln. Hier haben wir ja nochmal so liegen. Oder beziehungsweise da haben wir 3 und 3 liegen. Machen wir mal einen Test. Gucken wir mal hier rein. 12 Stück. Und nehmen wir mal die Schaufel. Dann sehen wir mal, ob die Mod ungefähr das gleiche Ergebnis bringt. 4, 7 sind 13 Stück. Machen wir da drüben den nächsten Test. 5, 7, auch 13 Stück. Nehmen wir das Ding hier runter. Machen wir das mit den Ziegeln auch mal. Also 50 Ziegel haben wir hier. Ah, ich warte, bis das Zeichen weg ist. Okay, und jetzt fangen wir an. 13, 26, 40, 53, 66. Also mit dem Hämmern kriegt man mehr. Definitiv. Ist somit wird die Mod rausfallen wieder. Wieder zweimal Working Stiff, das ist doch sehr schön. So, vielleicht habe ich diesmal Glück und krieg eine Eisenhacke oder eine Axt. Nehme ich auch, das ist sogar richtig nett. Zwei Amboss. Okay. Ja, wir wollen ja auch nicht eine Forge bauen, sondern wir bauen hier mehrere. Gut, dann bringen wir das Ganze mal schnell zu der Aufbewahrungskiste. Schmeißen alles da rein, was wir nicht brauchen.
Dann haben wir da alles drinnen. Jutti, dann holen wir uns das nächste. Auf. Da schon wieder eingehört. Holen wir uns als erstes das Fleisch. Gut, Hammer. Dann gucken wir um die Hütte rum. Auch und dann gehen wir rein. Das nehme ich noch mit. Oh, wir haben gesagt, wir machen das ohne diese Matte. Das heißt, wir bauen alles manuell ab. Gut, dann ist das weg. Ja, sehr schön. Ab nach oben. Benzinfass. Ha, wieder eine Working-Stiff-Kiste. Alle guten Dinge sind keine Ahnung wie viele. Komm schon. Gartenhacke. Klauen. Ich will doch eine Axt. Mal gucken, wann wir die kriegen werden. Da bin ich echt gespannt. Gut, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir jetzt ein, keine Ahnung, 5er Schrotflinte, die wir schon haben. Nö. Aber eine AK ist dabei. 2-2er Waffen. Ja, ist in Ordnung. Kann man lassen. Doch, kann man lassen. Wollen uns nicht beschweren. Gut. Hier habe ich noch. Geht das noch mit der? Okay, die ist jetzt kaputt. Dann werden wir die zerlegen. Dann nehmen wir die. Sehr schön. Die werden wir auch gleich mal reparieren. Dabei können wir hier schon mal. Das sind so viele Felder. Ein paar Kartoffeln ernten.
Sehr gut. Ja, war doch recht erfolgreich. Drei kleine Scheunen, eine Ruine, drei Felder. Haben wir doch gut was erreicht. Und den Wasserturm genutzt, um unsere leeren Gläser aufzufüllen. Haben wir noch leere Gläser? Können wir gleich mal gucken. Einen. Naja, das ist immerhin ein Slot, der vergeben ist dann. Gucken, ob das noch geht. Ja, geht noch so. Aber nicht viel Wasser drin. Werden wir uns wohl oder übel ganz schnell einen eigenen Teich bauen. Dann nehmen wir mal raus, was geht. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Ich bedanke euch auf jeden Fall. Nein, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Deshalb viel Spaß noch. Tschüss, euer Menno.